So, herzlich willkommen zurück bei Overwatch. Heute alleine, weil ich für heute noch keine Folge habe und gerade aufgestanden bin und sonst noch keiner wach ist. Beziehungsweise die, die wach sind, haben keine Lust, keine Zeit. Deswegen bin ich jetzt alleine hier. Ich muss das ja vorher noch gerendert bekommen. So, wen nehmen wir denn? Ich guck mal, was die anderen so picken und entscheide dann. Ich habe übrigens immer noch sehr viel mit Mercy gespielt. Keine Ahnung, es macht einfach Laune. Das ist übrigens ein Dingens-Match. Ja, okay, wir brauchen noch einen Healer. Es sei denn, der wechselt jetzt auf einen Healer, das wäre cool. Ihr werdet, glaube ich, noch jedes Mal mindestens eine Mercy-Runde sehen. Bei mir im LP. Aber weil ich Mercy so gerne spiele. Warum hat sie das Icon? Das Spray doch gewechselt. Warum leckt es heute schon wieder? Na. Strange. Manchmal leckt es nicht. Ich wüsste gerne, woran es hängt. Vielleicht wahrscheinlich wirklich irgendein Hintergrundprogramm. Aber ich habe eigentlich alles ausgemacht extra. Ich dachte, sonst leckt es wieder. Aber es leckt beherrschbar. Und ich muss gleich erstmal Mercy's Spray wechseln. Das geht ja gar nicht. So, meine Allergie meldet sich natürlich auch direkt wieder. Sehr unguter Zeitpunkt. So, Entschuldigung. Ich habe darauf gewartet, dass ich endlich niese. Und die sind alle da oben drin. Sag ich doch. Bau mal ein Geschütz oder so. So, unserem Tank geht's zum Glück gut. Ich weiß nicht, hatte ich das gerade schon gesagt? Es ist kein Ranked-Match, das ist ein normales. Also es gibt mittlerweile die Ranked-Matches, aber ich spiele die irgendwie so gut wie. Also ich habe die bisher nur einmal getestet und keine Ahnung, ich muss noch gucken, ob ich Ranked spielen will. Weil die Leute sind da sehr gehässig. Aua, Reinhard. Nicht so feste. Nicht so hart, nicht so doll. Vor allem, der wollte mich gar nicht erwischen. Der ist zufällig an mir. Jetzt ist mein Spray plötzlich richtig. Hä? Ja, jetzt stimmt mein Spray. Okay, das ist seltsam. Warum war das eben nicht das, was ich wollte? Ja, dann bleib stehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute mittlerweile trainieren, vom Heiler wegzurennen. Sie hier rennt doch gleich bestimmt ein Reinhard auf den Punkt. Ich kenne das doch. Power. Aua, verdammt. Naja, aber ich habe zumindest noch zwei wiedergeholt. Ah, ich glaube, das war's für uns. Haben wir gerade Diva sterben gesehen. Naja, die sind alle tot. Das lohnt nicht. Den Punkt haben sie. Hätte ich mit der Strafe mehr erwischt, hätte ich eine größere Wiederbelebung machen können. Ey. Was willst du? Warum ist unser Zwerg schon wieder fast tot? Ach nö. Von wo? Ach, da vorne, okay. Da ist einer durch gestorben. Also ich muss sagen, ich hätte die Rüstung echt gerne gehabt. May, komm mal her. Ja, dann mach mal was damit. Mit deiner Ulti. Und jetzt Schadensbonus. Tötet die Mercy.
glaube, ihr habt die Mercy getötet, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was macht unsere May so weit vorne? Oh, und irgendwer ist jetzt doch online gekommen. Sehr gut. Na, endlich, jetzt habe ich auch Rüstung. Okay. Hallo Reinhard. Die haben eine Tracer. Och nö. Ich glaube, wir brauchen hier gerade mal ein bisschen Unterstützung. Hilfe. Das bringt gerade nicht viel. Ah, fuck, wer hat mich denn abgeschossen? Ich glaube, da ist hinter mir eine Fahrer, oder? Was? Der hat mich getroffen? Okay. Ich dachte, der hätte meilenweit daneben geschossen. Verdammt. Ich hole mittlerweile auch manchmal mit Mercy die Pistole raus. Mein Ultimate braucht noch einen Moment. Ich habe entdeckt, dass sich das doch ganz gut lohnt. Warum haben die den Wagen eingenommen? Fuck. Das war gut gemacht. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile recht viele sich mit ihren Ultis auch absprechen. Also, das ist ganz. Also, zum Beispiel, dass erstmal die Russen-Ulti kommt und die alle zusammenzieht und dann einmal Raketen drauf, alles stirbt. Ja, da will ich jetzt gerade nicht bleiben. Kommt nämlich bestimmt gleich ein wütender Reinhard um die Ecke. Ich glaube, das, was wir eben gesehen haben, die Ulti von ihr, war das Highlight. Ich glaube, die hat 3 oder 4 Leute gekillt. So. Bogenheilung. Und sobald sie rauskommt, gebe ich ihr auch noch eine Heilung. Zack. Und dann wieder den Tank. Ja, der ist aber gleich tot, wenn das so weitergeht. Aua. Das war echt tief geflogen. Durchschreitet die Iris am Arsch. Ich halte mal ein bisschen hier die Fracht auf. Dass der da nicht durchpusht. Okay, doch. Jetzt muss ich weg. Wow, das war knapp. Warum macht der eigentlich nicht mal seinen Molten Core? Ich kann schon wieder beleben, aber es lohnt sich gerade noch nicht. Und deren Reinhard ist voll an die Wand gecharged. So, wir brauchen jetzt hier gerade ein bisschen Hilfe. Zack. Von wo? Von wo kam das denn gerade? Ich hab den ja gar nicht gesehen. Der muss direkt in mir drin gestanden haben. Jetzt rennt unser Reinhard auch noch zurück. Aber irgendwie sind... Ich sehe kaum einen von denen mal sterben. Mercy müsste sich mal, jetzt müsste sich jemand um die Mercy kümmern, glaube ich. Leute, an die Fracht. Kann nicht sein, dass ich hier das aufhalte. Aua, fuck, ich dachte, da wäre einer tot. Und wir haben verkackt. Weil unser Tank voll an der Fracht vorbeigecharged ist. Nee, nee, nee. Die haben uns ziemlich platt gemacht. Das war, glaube ich, die Ulti ganz am Ende, die ich nicht gesehen habe. Das würde mich aber mal interessieren, von wo die kam.
Die geben ihm aber auch. Er hat mich gar nicht mit seiner Ulti gekillt. Soll ich drin bleiben? Wie viel Zeit haben wir denn? 10 Minuten haben wir schon. Okay. Ich suche ein neues Match. Ja, 4200 ist auch nicht so viel. Und 6 Tode ist für die Map auch recht viel. Mal sterbe ich so dreimal oder so auf der Map. Suchen wir mal ein neues Spiel. Das sollte ja schnell gehen, wenn man alleine ist. Das ist cool. Ach, Übungsgefecht nur. Ach, Mann. Übungsgefecht. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich mit Mercy, ob ich das im LP überhaupt so viel machen sollte mit Mercy spielen, weil ich weiß nicht, wie das ist, bei Mercy zuzugucken. Also ich finde es halt zu spielen, finde ich es unglaublich interessant. Aber ich weiß nicht, ob das so spannend zum Zugucken ist. Ja, und jetzt ist eh Übungs... Warte mal. Der Typ ist Level 217. Mecker. Der hat ja schon 2 Sterne. Hilfe. Voll assi, die ganze Zeit voll heilen. Er hat das Match verlassen. Yes, 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 was? Naja, Watchpoint Gibraltar ist gegen Ende geil. Also mit Mercy am Anfang ist das nicht so cool, weil das Feld so offen ist. Ah fuck, ich wollte gerade überlegen, okay, ich spiele jetzt Junkrat. Der ist nämlich auf der Map auch geil. Ach warte, wir haben jetzt schon einen Heiler, wollte ich gerade sagen. Na gut. Aber dafür haben wir jetzt einen Tank, okay, das hat sich gelohnt, auf Heiler zu bleiben, weil Tank spiele ich ja so gut wie nie. Einfach weil, keine Ahnung. Ich habe bisher keinen Tank gefunden, mit dem ich einigermaßen gut klargekommen wäre. So, jetzt hier erstmal alles kaputt machen. Und da hinten noch. Ach, die sind schon kaputt. Ja, und diese beiden Dinger, da kann man aus irgendeinem Grund nicht kaputt machen. Die da. Wir haben Winstons Computer hier noch gar nicht kaputt gemacht. Ich glaube, wir haben alles zerstört. Hier kann man übrigens rausgucken. Also, beziehungsweise, ja, logischen Fenster. Aber wenn man halt von außen guckt, sieht man hier nur Silber. Das heißt, man kann von hier aus schon mal gucken, wo die ganzen Gegner stehen. Die haben sich alle gut versteckt. Ich sehe Lucio. Ich glaube, da unten war ein Roadhog. Warum steht unser Genji da rum? Ich bleibe erstmal beim Scharfschützen, weil hier unten kann ich nicht viel tun. Außer ich fliege da hin und heile den Mannbär-Schwein. Dem geht's nämlich nicht so gut. Ach, cool. Da oben ist unser Reinhard. Am Abgehen. Ach, scheiße. Ach, verdammt, warum geht die Eiswand ausgerechnet dann weg? Ich dachte, ich gehe da hin, heil den Tank und gehe dann wieder zurück. Ja, um das Geschütz sollte sich wirklich bald mal jemand kümmern. Steht da sehr unangenehm. Aber... Ah, wie hat er mich denn noch erwischt? Verdammt. Man kann, also wenn der Roadhog gut ist, dann hast du keine Chance, wenn er dich ranzieht. Weil der dich dann auf jeden Fall tötet. Aber wenn man es gut an, also wenn man sich als Mercy gut anstellt und der Roadhog nicht so gut ist, dann kann man einfach den... Steht dieses Geschütz immer noch?
Na komm. Ach, der hat seinen Molten Core sogar angemacht. Die zwei Zwerge? Nee. Schade, das Geschütz hat irgendwie eine begrenzte Reichweite. Wenn man, wenn man sich da hinten hinstellt, wo ich gerade stand, und auf das Geschütz ballert, dann kann sich das Geschütz nicht wehren, weil das irgendwie nicht bis hier hinkommt. Ja, und jetzt? Aua. Ja, ach, sind gerade zwei aus unserem Team gelieft gewesen. So, jetzt aber mal auf das Geschütz. Ich will das tot sehen. Geht ja richtig auf den Sack. Wo ist die Fracht überhaupt? Ach, verdammt. Warum hat mich unser Hanzo nicht beschützt? Der hätte die locker killen können. Das sind schreckliche Runden heute. Könnte daran liegen, dass ich nicht ganz wach bin. Oder daran, dass mein Team irgendwie inkompetent ist. Oder das gegnerische Team halt natürlich sehr gut, aber... Ich weiß es nicht. Ich meine, die haben die Fracht gleich zurückgeschoben. Ich sehe hier aber auch nur Gegner. Wo ist unser Team? Wir haben eine Diva, die habe ich noch nie gesehen. Und unsere May auch nicht. Ja, da konnte ich nichts tun. So. Jetzt tötet doch mal den Lucio hier zum Beispiel. Meine Fresse. Wie? Wie hat er das gemacht? Das ist ja ein richtig mieses Match. Jetzt steht da die Widowmaker schon wieder oben. Jetzt tötet mal doch jemanden. Die eine Symmetra. Nee, das heißt, sie müssen auch ewig weit laufen. Ich glaube, die blockieren uns hier hinten, damit wir... Ach. May. Nervt. Ich glaube, das ist eins dieser Teams, die sich... Warum so spannende Musik, wenn es noch 2 Minuten sind? Ich verstehe es nicht. Na, klasse. Da oben ist auch die Widowmaker schon wieder. Irgendwie wechselt unser Team alle 3 Sekunden durch, habe ich das den Eindruck. Ah, das ist eins dieser Teams, die... Das ist eins dieser Teams, die sich darauf konzentrieren, einen beim Spawn zu trappen. Sodass keine Unterstützung nachkommt. Aua. Mir geht's nicht gut. Okay, da oben steht wieder die Widowmaker. Warum haben wir eigentlich einen Winston, wenn die einen Reaper haben? Da kann ich so viel wiederbeleben, wie ich will. Killstreak 15 Spieler hat er einfach. Und irgendwie wird hier wieder die ganze Zeit gelieft und alles. Das ist so bescheuert.
Ich mache hier nach, glaube ich, noch ein Match, weil irgendwie. Jetzt tötet die doch, danke. Meine Fresse. Aber das Match eben sogar besser. Ach komm, gucken wir uns das Highlight noch an, dann gehe ich raus. Das war das Highlight. Irgendwie keine Ahnung. Also heute Morgen läuft es ja gar nicht. Das waren jetzt zwei richtig miese Runden. Ja gut, das Problem bei Mercy ist halt auch immer, dass man darauf angewiesen ist, dass das Team gut spielt. Wenn das Team schlecht spielt, dann kannst du als Mercy nichts machen, weil du ja keinen Schaden machst. Also wenn man selber Mercy spielt, dann muss es das Team hinbekommen, zum einen näher beieinander bleiben, dass du hin und her fliegen kannst und dass du, wenn sie sterben, auch in der Lage bist, die zu heilen. Und zum anderen muss das Team halt den entsprechenden Schaden machen, der ihnen fehlt. Weil sie haben ja faktisch eine Person, die schießt weniger. Allerdings mache ich dafür halt Schadens- und Heilungsboost, einen ziemlich starken. Muss man dann immer gucken. Boah, meine Allergie. Wir haben schon 21 Minuten, aber. Na egal. Übungsgefecht. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich nicht King of the Hill kriegen, weil das immer länger dauert. Aber wir werden sehen. Ich gehe jetzt Leute töten. Mercys Pistole macht ja macht auch gar nicht mal so wenig Schaden. Aber es hilft halt mehr, wenn ich irgendeinem Gegner, irgendeinem Verbündeten einen Schadensboost kriege. Hilft das mehr, als wenn ich mit drauf schieße. Von daher benutze ich die halt nie. Hallo? Ich schieß mal nicht auf die. Ich glaube, sie wollte mich trotzdem angreifen. Das habe ich mal hinbekommen. Habe ich mit dem Gegner da zusammengestanden. Ist die Gegend angeguckt. Cheers, Love. What? Keine Ahnung, wie die May eben hieß. So, Zenyatta, Lucio haben die schon. Dann nehme ich mal ein Junkrat. Oder? Hatten wir noch nicht, ne? Nee. Ich bin auch zu spät ins Spiel gejoint. Irgendwie. Naja, egal. Wenn man den Spieljoint das schon angefangen hat, dann verliert man, ja, kriegt man es zumindest nicht als verloren angerechnet. So, erstmal da eine Falle hinlegen. Warum hat er seine Ulti schon? War das gerade eine gerechte Strafe? Warum hat die das nicht angesagt? Entweder bin ich taub oder ich habe das nicht gehört. Naja, übrigens ist es natürlich King of the Hill gewesen. Ich mag King of the Hill sehr gerne, aber die Runden dauern immer ein bisschen länger. Deswegen, ich wollte ja eigentlich was, eine kurze Runde. Fuck, ich wollte die Mercy töten. Ja, ich kann die Fahrer nicht töten. Na, das schreibe ich ihm nicht. Das sollte man eigentlich wissen. Fahrer ist sehr gut gegen Junkrat, weil ich mit den Raketen, also mit den Bomben nach oben, ich muss sie direkt treffen, ja. Wir haben jetzt auch eine Mercy. Da war einer hinter mir. Wo ist unsere Mercy? Tot scheinbar. Hä? Was hat mich gekillt? Und warum habe ich Gold mit zwei Eliminierungen? Ich spiele gerade richtig schlecht.
Ach, der hat mich durch meine Explosion durchgetroffen. So, und jetzt gehe ich da oben aufs Hausdach. Und dann gibt's Reifen. Warum sagt die das bei mir nicht an? Hä? Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. So, jetzt muss mal irgendwer auf den Punkt. Ist das hier ganz schnell vorbei? Ja, toll. Yeah. So, tschüss, Fahrer. Ach genau, das ist auch neu. Dass es jetzt diese 01 oder so im Ladebildschirm gibt, warum auch immer. Und ich sollte nicht Gold in Eliminierungen haben. Ach cool. Das geht übrigens auch, das ist witzig. Das sieht so bescheuert aus. Wo ist sie hin? Gette 76 oder Widow? Herr Soldier ist echt gut gegen Pharah. Die hat richtig hart genervt. Aber deren Mercy nervt genauso. Na, schade, das funktioniert manchmal. Wo ist unser Lucio eigentlich die ganze Zeit? Wir haben noch einen Soldier. Ja, ich bin der Letzte, der an Fahrer dran kommt. Leute. Komm schon, den haben wir. Na, geht doch. Ich habe sie einmal getroffen, glaube ich. Horte dich nicht neben mich, Reaper. Ganz einfach. Na komm. Ja, taktisches Visier ist gerade gut. So. Na, immerhin haben wir jetzt den Punkt mal ganz kurz eingenommen. Perfekt. Sie treten immer in die Falle. So, erstmal Mannbär-Schwein wegschlagen. Tötet die Mercy doch. Irgendjemand. Ach, verdammt. Jetzt haben die schon wieder den Punkt. Ich werde nicht mehr. Und ich habe... Warum habe ich immer noch nur zwei Eliminierungen? Ich habe doch gerade mindestens einen mehr gekillt. Kann es sein, dass die Anzeige defekt ist? Zeit für Zielfortschritt 01 kann auch nicht sein. Ich glaube, ich bin auch schon häufiger als viermal gestorben. Ja, auf jeden Fall richtig. Ja, hier, jetzt habe ich. Die Anzeige ist verbuggt mit den Eliminierungen. Ja, da war noch einer hinter mir, das habe ich gesehen. Kommt schon, Leute, macht mal was. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Längste Killstreak 1 stimmt ja auch nicht. Whatever. Dann sind das heute ziemliche Fail-Runden.
Ziel ein. So, zack. So. Meine Fresse. Da oben ist, glaube ich, auch schon wieder die Fauer. Aber die Mercy von denen ist gut. Zumindest kann, weiß sie, wie sie fliegen muss, weil so an der Fauer dran zu kleben ist recht schwierig. Ohne runterzufallen. Beziehungsweise, gut, da muss, wenn die Fauer vernünftig fliegt, geht's auch. Aber mal eine Stahlfalle auf den Punkt legen. Ach, verdammt. Naja, immerhin sind wir jetzt auch auf 99%. Dann war die Runde zumindest kein ganz völliger Reinfall. Oh, wir haben es sogar noch bekommen. Nice. Ich hätte jetzt gern, dass mal meine Stats aktualisiert werden. Weil ich habe mehr als 2 Kills. Na, jetzt ist alles wieder offen. Wenn wir es weiterhin schaffen, die IV aus dem Himmel zu halten, ist, glaube ich, auch alles gut. Ich habe immer noch nur 2 Eliminierungen. Wer, der zählt das jetzt gleich alles nicht. Dann gibt's Hauer. Und da springt der Ball wie so wild durch die Gegend. Ah, das ist lustig. Hier ist eine Mercy übrigens auch sehr geil, weil meistens immer alle auf dem Punkt stehen und dann fliegst du einmal hin und belebst einfach die ganze Scheiße wieder. Richtig gut. So. Wo sind die denn alle, die Gegner? Wo sind die? Hallo? Ja, die kommen von hinten. Es war so klar. Aber ich hab... LOL. Und laufen einfach zu zweit in meine Leiche. Also wir haben es auf jeden Fall mit einem Team zu tun, die direkt zusammenarbeiten. Ich habe auch noch meine Stahlfalle da, deswegen benutze ich die gerade nicht. Ich hoffe, dass da jemand reinrennt. Das wäre lustig. Kann ich nämlich einen Fernkill machen. Ich habe immer noch nur 2 Eliminierungen. Verbuggte Anzeige. Buggy Game, ey. Ach, das ist unsere Fauer. Na komm. Perfekt. So, das hält sich doch gut. LOL. Der Zielpunkt wird angegriffen. Vorsicht, Gegenverkehr! Was? Ich habe keinen erwischt. Aber. Ich habe eindeutig gesehen, dass der explodiert ist. Ja, aber wir müssen recht sicher sein. Ja. Nice. Sehr gut. War unser Team komplett tot? Oder was ist da los? Moment, wir haben 80%. War ich da noch alleine übrig? Ich habe immer noch nur 2 Kills. Mann. Ich hoffe, das sieht man gleich, dass das mehr waren. Wenn das darauf stehen bleibt, bin ich traurig. Heute wird frei.
Ach du Kacke. Ja, ich habe noch einen mitgekillt. Aber das war seltsam. Mit Mai in der Luft und eingefroren und alles. Aber sie hat auch nicht damit gerechnet, dass ich eingefroren werde. Sonst hätte sie mich, glaube ich, erschossen direkt, nachdem sie gelandet ist. Kann ich hier unten, kann ich auch rum, ne? Fuck. Ich wollte eigentlich die Mercy töten. Nice. In seiner Ulti umgebracht. Ach du Kacke. Die rasieren uns gerade ziemlich. Kann man wieder eine Ultra-Ulti raushauen? Bevor wir sterben? Kommt schon, Jungs. Tut etwas. Ach, das schaffe ich nicht. Nein, eine Sekunde zu spät. Aber ich habe noch ihren Crazy Mutti getötet. Guter Name. Ja, der Warthog ist ziemlich auf den Nerven gegangen. Apropos. Nee, immer noch nur zwei. Und da habe ich ihn getötet. In seiner Ulti. Drei alten Goldmedaillen. Naja. Aber mich interessiert jetzt noch, wie viele Kills ich hatte. Weil... Warum steht da zwei Eliminierungen mit Gold? Ich hatte eindeutig mehr. Das ist echt... Das ist kacke, das ärgert mich jetzt. Weil ich hatte wirklich... Ich hatte ja deutlich mehr. Moment. Warte, warte, hier Highlights. Ilios. Gucken wir uns das eben noch an. Ich will wissen, ob das wirklich so mies war. Beziehungsweise, theoretisch müsste dann die Stelle ganz am Anfang jetzt drin sein. Sieht aber so aus, als wäre es die letzte Map. Ja. Ne, das ist ernsthaft. Warum hat er danach bei mir keine Kills mehr gezählt? Ich hoffe, das bleibt. Ich hoffe, das war nur ein temporärer Bug und das nicht dauerhaft so. Naja, egal. Das war jetzt eine sehr lange Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.